Du kennst es doch sicherlich auch, dass auf einmal dein Display nicht mehr richtig reagiert und man schnell daran verzweifelt. Ich bin Santo und mit diesen drei Tipps zeige ich dir, wie du dieses Problem eventuell lösen kannst. Oft hilft es einfach, wenn du dein Smartphone neu startest, was man auch Soft Reset nennt. Dazu brauchst du nur die Ein- und Ausschalttaste und die Leiser-Taste gleichzeitig gedrückt halten, bis sich das Gerät ausschaltet. Anschließend kannst du dein Smartphone wieder neu einschalten. Der Touchscreen deines Samsung-Smartphones reagiert nicht nur auf deine Finger, sondern auch auf andere Gegenstände, die auf das Display drücken. Also kann es gut sein, dass zum Beispiel deine Hülle oder die Displayschutzfolie permanent einen Druckpunkt verursacht. Überprüfe deshalb mal, ob das Display auf deine Berührungen reagiert, wenn du die Hülle und den Displayschutz von deinem Gerät entfernst. Als letzten Tipp kannst du ein Hard Reset durchführen. Damit setzt du dein Smartphone auf Werkseinstellung zurück, was nur möglich ist, wenn dein Display noch teilweise reagiert. Allerdings rate ich dir vorher, ein Backup zu machen, damit deine Fotos, Apps und Dateien nicht verloren gehen. Und so geht's! Gehe zuerst zu den Einstellungen. Tippe dann auf Allgemeine Verwaltung. Wähle dort die Option Zurücksetzen aus. Gehe dann auf Werkseinstellung zurücksetzen. Das war's! Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern.